Als nächstes haben wir auf unserer Liste Frau Katharina Spieß, sitzt drüben. Frau Katharina Spieß war von 2006, wenn ich es richtig bei mir habe, bis 2021 an der Freien Uni in Berlin als Professorin für Familien- und Bildungsökonomik. Danach dann eben oder zeitgleich dann eben auch am DEW als Abteilungsleiterin tätig und seit kurzem, seit 2021, muss ich gestehen. Also sind Sie Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Und zu diesen ganzen Transformationsherausforderungen, die auf uns zukommen, zählt ja eben auch die Demografie. Und da sind Sie ja quasi prädestiniert dafür, als Direktorin des Bevölkerungsinstituts dort ja, uns über die Herausforderungen und über mögliche Lösungsansätze dort eben Auskunft zu geben. Kommen Sie gerne herauf und ich gebe Ihnen, oder Sie kommen dann das Wort. Vielen Dank für die freundliche Einladung und als erstes einen mega herzlichen Glückwunsch an alle IFO-Niederlassung Dresden-Mitarbeitende hier im Raum. Sehr geehrter Herr Minister, lieber Marcel Thum, liebe Gäste, liebe Freunde des IFO-Institutes, es freut mich, Ihnen hier einen Aspekt mit vorstellen zu dürfen, Sie einzuladen, eine Perspektive auf den demografischen Wandel zu nehmen und das weniger werdende Erwerbspotenzial. Ich habe das Ganze genannt eine nachhaltige Perspektive, weil ich eigentlich weniger die Perspektive einnehmen möchte, die die Pessimisten einnehmen. Nämlich diejenigen, dass wir altern, dass wir unglaublich viele ältere Menschen haben werden, dass die Sozialversicherungssysteme unbestritten vor riesigen Herausforderungen stehen, dass die Rente vielleicht nicht mehr sicher ist, alles dieses, sondern ich möchte eher eine fast optimistische Perspektive beziehungsweise Sie dazu einladen, mit mir den Weg zu gehen, wie wir am Ende doch diesen Herausforderungen gerecht werden können, zumindest in einigen Bereichen. Der demografische Wandel, den kann man auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise beschreiben. Ich könnte Ihnen hier viele Koeffizienten, viele unterschiedliche Zeitreihen sehen, wie der Altenquotient steigt, wie die Geburtenrate sich verändert, wie die Lebenserwartung sich verändert. Ich habe mich entschieden, es nicht zu tun, sondern habe Ihnen hier aus diesem kleinen Heftchen einige Pyramiden mitgebracht, und zwar Pyramiden, die wir am BIB über die Zeit gezeichnet haben, angefangen Pyramiden im Jahre 1991, die sich über die Zeit verändern und bei denen Sie sehr plastisch sehen können, was demografischer Wandel eigentlich bedeutet. Pyramiden, die Sie gleich sehen werden, sind auf der Basis des Mikrozensus erstellt, die zeichnen also ein Bild der Gesamtbevölkerung. Und in diesen Pyramiden haben wir versucht, wie die Archäologen es machen, tiefer reinzubohren, also innen reinzugehen in die Pyramiden, um zu sehen, was sich da eigentlich tut und nicht nur den Rand zu betrachten, was ja normalerweise Bevölkerungsforschung immer tut, dass man schlicht den Rand betrachtet. Erstes Set von Pyramiden könnte ich sagen, die Alterung der Babyboomer, und solche Pyramiden werden Sie im Folgenden sehen. Sie fangen im Jahre 1991 an. Die letzten 30 Jahre, das hat auch viel damit zu tun, dass das mehr oder weniger fast die IFO-Geburtstagsfeier mit abbildet. Und das IFO kann man daran auch sehr schön absehen, ist eigentlich ein geburtenschwacher Jahrgang, wenn man so will. Zumindest das IFO Dresden, das IFO München gehört zu den Babyboomern, wenn man so sagen will. Aber das ist ein geburtenschwacher Jahrgang. Ich hätte jetzt auch hier noch eine andere Pyramide mitbringen können, die ich Ihnen jetzt nur verbal berichten kann. Wir haben nämlich in unserer neuen Publikation einen BIP-Monitor Wohlbefinden, eine sogenannte Wohlbefindenspyramide mit auf den Weg gebracht. Und diese Wohlbefindenspyramide zeigt auch hier, wie Wohlbefinden über die Bevölkerung verteilt ist. Das sehen Sie jetzt hier nicht, da müssen Sie zuhören. Und zwar
zeigt die nämlich, dass im Alter von 30 Jahren die Menschen eigentlich mit am zufriedensten in ihrem Leben sind. Und das ist doch eigentlich auch die gute Nachricht zu diesem 30. Geburtstag. Das IFO kann sehr zufrieden sein mit dem, was es geleistet hat. Nichts für ungut. Man kann sagen, es wird nur schlechter, aber ich will ja hier eine optimistische Perspektive einnehmen. Also zurück zu unserer Alterung der Babyboomer. Sie sehen hier abgetragen, wie sich die Pyramide verändert. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich hier auch meinen Pointer ankriege. Nicht so richtig. Sie sehen aber links 1991, da gab es noch den großen Frauenüberschuss, kriegsbedingt. Sie sehen so leicht abgetragen, der Pfeil, das sind die Babyboomer, das sind die geburtenstarken Jahrgänge. Die wandern über die Jahre und Sie sehen in der Zeitung immer wieder diesen Slogan, die Babyboomer gehen in Rente und was darunter bleibt, das ist dieser Bauch hier von Erwerbstätigen, die letztendlich diese wachsende hier oben, diese wachsende Fläche in ihren Rentenbezügen letztendlich bezahlen müssen. Und das ist die Problematik, die wir immer sehen, dass wir also hier Quantitäten betrachten. Wir betrachten nämlich hier schlichtweg Anzahl von Menschen und das ist das, was der Altenquotient normalerweise Ihnen zeigt, hier diese große Fläche im Vergleich zu dieser unteren Fläche, Sie sehen es einfach sehr deutlich, das ist quantitativ tatsächlich ein Problem. Was wir auch sehen, und es gehört auch mit zur Nachricht, wir haben eine steigende Zahl älterer und hochbetagter, das hat tatsächlich dann zur Folge, dass die Gesundheitssysteme sehr stark belastet sind, dass die Pflegeversicherung vor großen Herausforderungen steht. Dieser Anteil der Hochbetagten, das gehört aber auch zur Wahrheit, ist in Deutschland relativ gering, weil wir in Deutschland, was die Lebenserwartung im europäischen Vergleich angeht, eigentlich eher am unteren Rand stehen. Die Lebenserwartung in Deutschland ist tatsächlich im Vergleich zu Schweiz etc. sehr niedrig und wir am BIB haben ein großes europäisches Projekt, was sich auch mit den Ursachen dabei auseinandersetzt. Und Sie könnten jetzt viele von Ihnen sagen, ja klar, das ist genetisch bedingt, biologisch bedingt, aber ich werde Ihnen sagen, die Schweizer sind biologisch nicht so viel anders als wir, sondern wir können eindeutig in unseren Studien zeigen, es hat sehr, sehr viel mit dem Lebensstil zu tun und es hat sehr viel mit präventiver Gesundheitspolitik zu tun. Wir in Deutschland sind relativ schlecht, was präventive Gesundheitspolitik angeht. Wir geben sehr, sehr viel Geld auf, dann, wenn sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und das ist eine These, die sich bei mir durchzieht. Wir sind wenig nachhaltig. Wir reparieren dann tatsächlich, wenn es schon tatsächlich zu spät ist. Und andere europäische Länder wie die Schweiz etc. geben sehr, sehr viel mehr für präventive Maßnahmen, präventive Gesundheitspolitik aus. Wir haben einen relativ hohen Anteil von Rauchern zum Beispiel. Auch das ist etwas, was, wenn Sie sich Karten anschauen, in Deutschland mit der Lebenserwartung, dass die Regionen in Deutschland, die einen hohen Anteil von Rauchern haben, um nur ein Beispiel von Lebensstil zu finden, ich hoffe, alle Raucher hier im Raum sehen mir es nach, diese Regionen haben tatsächlich eine sehr niedrige Lebenserwartung. Und das ist für Deutschland symptomatisch. Was wir auch hier sehen, ist hier unten der sehr, sehr geringe Sockel. Der Sockel wird immer schmaler. Wir sprechen eigentlich gar nicht mehr von einer Pyramide, sondern es dreht sich um. Dieser Sockel wird gespeist von der nach wie vor niedrigen Geburtenrate in Deutschland. Immer wieder ist in den Medien zu lesen, die Geburtenrate geht zurück oder sonstige Dinge. Die Geburtenrate geht nicht zurück im größeren Stil, sondern wir haben in Deutschland seit Jahrzehnten schlichtweg eine sehr niedrige Geburtenrate, wo aber ganz wenig Bewegung drin ist. Diese Geburtenrate ist unter dem Bestandserhaltungsniveau und das ist das, was tatsächlich hier auch diese Pyramidenform so verändert. Was wir aber auch wissen, ist, dass mit familienpolitischen Maßnahmen wir kleine Steigerungen im 0,1, 0,2 Bereich erzielen können. Und da hat sich auch etwas getan. Jetzt in Corona hat sich auch etwas getan. Wir am BIB untersuchen auch solche Schwankungen und wir können feststellen, dass wie in vielen Ländern mit der Corona-Krise die Geburtenraten tatsächlich geringfügig zurückgegangen sind, was auch damit zu tun hat, dass eben Schwangere vielfach auch nicht für Impfungen zugelassen waren, etc., etc. Auch das können wir in den Daten sehen. Das wird sich aber im großen Stil tatsächlich an dieser Pyramide nicht verändern.
viel zu Veränderungen beitragen. Gut, wir haben also diese Pyramidenform. Ich habe gesagt, mir geht es aber nicht nur um die Anzahl der Köpfe, weil mein Plädoyer sein will, es kommt viel mehr darauf an, zum einen, was in den Köpfen drin ist, beziehungsweise was diese Köpfe auch machen. Und damit möchte ich argumentieren, es kommt nicht nur auf die Anzahl der Erwerbstätigen an, Herr Minister hat vorhin schon die Steilvorlage gegeben, sondern es kommt eigentlich darauf an, wie das Erwerbsvolumen auch dieser Personen sich gestaltet, weil damit Produktivität und damit auch letztendlich Sozialversicherungsbeiträge verbunden sind. Deshalb lassen Sie mich in die Pyramide reinzoomen und sich anschauen, wie sieht es aus mit dem Erwerbsvolumen, wie viele Personen sind nicht erwerbstätig, wer ist in Vollzeit und wer ist in Teilzeit. Sie sehen hier zum einen abgetragen im Jahre 1991, das könnte man sagen, ist der braune Teil, dass die Frauenerwerbstätigkeit im Jahre 1991 relativ gering ist. Da sehen Sie diesen diesen Bauch hier, wo es tatsächlich eine große braune Fläche ist von tatsächlich nicht erwerbstätigen Frauen. Und Sie sehen aber auch hier schon, dass es einen relativ großen Anteil auch von Frauen in Teilzeit gibt. Mit der Bildungsexpansion und auch mit dem zunehmenden Anteil von Frauen in Erwerbstätigkeit verringert sich die braune Fläche, aber es vergrößert sich auch teilweise die gelbe Fläche und wir sehen, dass der Anteil von Frauen in Teilzeit zunimmt. Das Ganze ist die sogenannte Teilzeitfalle, die größer geworden ist über die Zeit. Diese Frauen, die hier teilweise noch Vollzeit waren, sind inzwischen Teilzeit tätig. Und wir sehen auch, dass diese Teilzeitfalle sich im Jahre 2021 noch fortsetzt. Der Anteil der gelben Fläche wird größer über alle Altersgruppen hinweg und das ist die wichtige Nachricht. Die Teilzeitfalle setzt sich sozusagen über die Jahre hinweg weiter fort in einer Altersgruppe von 50 bis 60, wo man üblicherweise, dass da die Betreuungs- und Erziehungsaufgaben, die ja vielfach in dieser Phase der Grund für Teilzeittätigkeit waren, dann im großen Stil nicht mehr anfallen. Hier finden wir immer noch einen sehr, sehr hohen, massiven Anteil von Frauen in Teilzeittätigkeiten. Und darauf will ich hinaus hinterher, was können wir tun, um diese Potenziale im Erwerbsvolumen noch sehr viel besser auszuschöpfen. Dieser Anteil von Frauen in Teilzeit, und das werden Sie auch gleich sehen, ist nicht nur ein Phänomen von Westdeutschland, sondern auch in Ostdeutschland. Dazu habe ich Ihnen nachher auch noch etwas mitgebracht. Sie sehen auch, dass hier in diesen Kohorten sich der Anteil fortsetzt. Das ist sozusagen hier, bevor man in die Kinderphase kommt, arbeiten noch mehr Frauen in Vollzeit, aber wenn es dann in die Kinderphase kommt, dann tatsächlich setzt sich das Ganze fort. Wie ist es mit der Ausweitung des Erwerbslebens? Eine riesige Debatte, wann tatsächlich sollte man in Rente gehen? Was würde eine Heraufsetzung des Rentenalters tatsächlich bedeuten? Was man hier mit diesen rot eingekesselten Flächen meines Erachtens sehr schön sieht, ist es doch riesige Potenzial von Erwerbsvolumen in diesen Altersgruppen. Sie sehen, dass hier noch sehr viel weniger erwerbstätig waren. Sie sehen, dass hier die Erwerbstätigkeit gestiegen ist im Alter. Frauen setzen ihre Teilzeit fast bis ins hohe Alter mit weiter. Aber wir wissen auch, dass unter den Babyboomern ein großer Anteil jetzt wieder früher in die Rente geht und die Rentenpolitik ihren Teil dazu tatsächlich auch beigetragen hat. Aber die braune Fläche verdeutlicht, es ist auch hier noch Volumen da, was tatsächlich genutzt werden könnte, um dem demografischen Wandel zu begegnen. Ich habe Ihnen versprochen, ich möchte hier noch etwas stärker mit reinzoomen und das möchte ich tun durch eine Kohortenperspektive. Wir haben am BIB
einen Ansatz mitentwickelt von der sogenannten Erwerbslebensdauer nach Kohorten, wo man sich mal anschauen kann, wie ist tatsächlich die aufaddierte Erwerbslebensdauer von Personen im Alter von 55 bis 64 Jahren. Auch das wieder eine Phase, wo man sagen würde, da ist die klassische Zeit mit Elternzeiten, Erziehungszeiten, Betreuungsaufgaben sowohl für Männer wie für Frauen nicht mehr so stark gegeben. Insgesamt würde man sagen, wenn Personen in dieser Altersgruppe Vollzeit erwerbstätig sind, hätten sie 10 Jahre. Und das genau ist das, was wir hier berechnet haben in einem Papier, was jetzt gerade in Demography erschienen ist. Wie hat sich die Erwerbslebensdauer in Jahren über die unterschiedlichen Kohorten verändert? Was wir hier sehen, ist, dass wir zwischen Männern und Frauen, das ist erstmal die Nachricht, zwischen den Kohorten 1944 bis 1952 durchaus eine Annäherung erfahren haben. Die rote Linie sind die Männer. Arbeitsstunden berücksichtigt ist die durchgezogene Linie, Arbeitsstunden nicht berücksichtigt, also die reine Erwerbstätigenquote, wären die gestrichelten Linien. Und wenn Sie jetzt die gestrichelten Linien hier bei den Männern sehen würden, dann sehen Sie, dass hier bei der Erwerbstätigenquote über die Kohorten hinweg tatsächlich eine Angleichung stattgefunden hat. Aber Sie sehen auch, dass es immer noch Unterschiede gibt. Und Sie sehen auch hier wiederum, dass es immer noch massive Unterschiede im Erwerbsvolumen, nämlich in den Arbeitsstunden gibt. Bei den Frauen ist hier der Gap riesig, bei den Männern können Sie die Kurven eigentlich gar nicht unterscheiden, da ist Erwerbstätigkeit gleich Erwerbsvolumen. Das ist das Bild für Westdeutschland. Ich hatte dem Minister versprochen, ich zeige noch das Bild für Ostdeutschland. Auch in Ostdeutschland können wir eine Angleichung zwischen Männern und Frauen beobachten. Und wenn Sie die erwerbstätigen Quoten nehmen, dann ist es ganz interessant, dass bei der Kohorte der 1952-Jährigen hier oben wir praktisch schon fast 1:1 aufschließen, Männer und Frauen. Aber auch hier in Ostdeutschland bei den Arbeitsstunden wir zwar einen Anstieg haben wie im Westen, aber immer noch Anteil von Personen haben mit ausländischem Pass. Das ist die große Zuwanderung, auch teilweise aus den Jahren 15, 16, hier sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und wir sehen, dass hier tatsächlich die Anerkennung auch der Staatsbürgerschaft sich in den unteren Altersgruppen auch schon bemerkbar macht. Insgesamt sehen wir, dass wir über alle Altersgruppen hinweg der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund gestiegen ist. Und wir damit auch ein relativ gutes Potenzial haben, auf diese Personengruppen zurückzugreifen. Was für mich als Bildungs- und Familienökonomin aber auch sehr, sehr spannend ist, dass letztendlich die Pyramide eigentlich massiv getragen wird, auch im unteren Teil des Sockels, von nämlich den Kindern, die entweder keinen deutschen Pass haben oder Migrationshintergrund haben. Wenn Sie hier die Linie bei den 10-Jährigen sehen, dann ist es fast jedes zweite Kind unter 10 Jahren, was in Deutschland inzwischen Migrationshintergrund hat oder einen ausländischen Pass hat. Bildlich gesprochen würde diese Pyramide in dem gelben Bereich wirklich extrem wackeln, wenn wir hier nicht diese Unterstützung aus diesen Personengruppen tatsächlich hätten. Der Anteil bei den 5-Jährigen ist bereits 40% der Kinder haben diesen Migrationshintergrund. Bildung. Ich habe gesagt, es kommt nicht nur darauf an, wie viele Köpfe wir haben, sondern was in den Köpfen drin ist. Auch das ganz, ganz wichtig für das Erwerbspersonenpotenzial. Die Bevölkerung nach beruflichen Bildungsabschlüssen und Altersjahren, auch hier wieder die Pyramiden. Ich habe Ihnen jetzt nicht mitgebracht die Pyramiden nach Schulabschluss, auch die finden Sie in unserer Broschüre, weil die nämlich nicht so klar und potenzial zeigend sind. Dazu sage ich aber gleich was. Was sehen wir hier? 1991 sehen wir, dass wir einen relativ kleinen Anteil, wir als Akademiker denken ja immer, die Welt besteht aus Akademikern, aber das ist die grüne Fläche hier, das sind diejenigen, die einen Fach- und Hochschulabschluss haben.
Die hellgrüne Linie sind die mit einem Abschluss einer Lehre, Fachhochschule, Meister, Technikausbildung und anderes. Und man sieht, dass tatsächlich hier in den älteren Altersgruppen, irgendwie habe ich mit dem Pointer leichte Probleme, bei den Männern der Anteil der Akademiker durchaus größer noch war als bei den Frauen, dass sich dieses aber tatsächlich über die Zeit verändert und wir mit der Bildungsexpansion insbesondere auch bei den Frauen hier einen vermehrten Anteil von Akademikerinnen und Akademikern haben. Das ist die Bildungsexpansion, die natürlich auch die riesigen Potenziale zeigt. Sie zeigt aber auch, dass der Anteil der akademisch Ausgebildeten immer noch ein relativ geringer Anteil an unserer Bevölkerung ist. Und es zeigt sich auch, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Anteil, dass wir über alle Altersgruppen hinweg einen immer noch extrem hohen Anteil von Personen ohne berufliche Ausbildung haben. Ein Anteil von ungenutzten Potenzialen, Sie sehen hier die gelben Flächen, die ziehen sich praktisch systematisch nach oben, bei den Frauen noch mehr als bei den Männern ohne berufliche Ausbildung. Wenn Sie das Ganze mit dem Schulabschluss zeichnen würden, und das ist oft die Debatte, dass man sagt, es gibt ja so wahnsinnig viele Menschen in Deutschland ohne Schulabschluss, das sind lediglich 4%, weil nämlich ganz viele ihren Schulabschluss im Laufe ihres Lebens noch nachmachen. Was das wirkliche Thema im Bildungsbereich ist, ist die berufliche Ausbildung, nicht der Schulabschluss. Man könnte jetzt sagen, es ist ineffizient, wenn Menschen ohne Schulabschluss von der Schule gehen und ihren Schulabschluss nachmachen, absolut gegessen, würde ich auch so sagen. Aber das große Thema ist nicht der Anteil von Personen ohne Schulabschluss. Das große Thema ist der Anteil von Menschen ohne beruflichen Bildungsabschluss, quer über alle Altersgruppen und insbesondere bei Frauen. Was kann man tun? Und was sind nachhaltige Strategien, wo wir ansetzen können, um das Erwerbspersonenpotenzial tatsächlich auch nachhaltig zu unterstützen? Ich möchte bei den Strategien, die ich Ihnen jetzt vorstelle, insbesondere ein Plädoyer dafür halten, dass wir nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen sollten und uns immer nur bei den Personen aufhalten sollten, die vielleicht jetzt im Arbeitsmarkt sind, sondern dass wir auch an die Fachkräfte von morgen denken und uns überlegen, wie wir nachhaltig tatsächlich diese Potenziale, die wir haben, so ausnutzen, dass wir in 30 Jahren nicht alt aussehen. Was man tun kann, habe ich hier auf diesem Zeitstrahl mal abgetragen. Von der Geburt bis zum Tod ganz unterschiedliche Varianten. Wenn wir über den Umgang damit sprechen, was können wir tatsächlich gegen den Fachkräftemangel tun, dann ist es allererstens super wichtig in meinen Augen, zunächst mal sich darüber im Klaren zu sein, dass es unglaublich viele Stellschrauben gibt. Und dass es vermutlich niemals eine einzige Stellschraube sein wird, mit der wir dieses Thema in den Griff kriegen werden. Es kann weder nur die Rente sein, es kann weder nur das Ehrenamt sein, es kann weder nur die Bildung sein, es kann weder nur die Vereinbarkeit sein. Es muss letztendlich immer alles gemeinsam verändert. Es müssen viele Schräubchen gedreht werden und wir müssen letztendlich auch den technischen Fortschritt besser nutzen. In der ganzen Debatte um den Fachkräftemangel, finde ich, kommt dieses Thema relativ kurz. Vor einigen Jahren, als der technische Fortschritt aufgekommen ist, erinnere ich mich auch, dass in der Ökonomie zig Studien entstanden sind, wie viele Arbeitsplätze wegfallen werden durch die Digitalisierung. Riesenaufschreie. Heute würden wir sagen, wie gut, dass wir viele Arbeitsplätze digital ersetzen können, weil das tatsächlich auch ein Thema ist, wie wir dem Fachkräftemangel begegnen können. Ich möchte zwei dieser Strategien etwas stärker beleuchten, nämlich die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit, was letztendlich an die Familien- und Arbeitsmarktpolitik adressiert ist, und zweitens die Bildungspolitik, nämlich der Ansatz, das gesamte Humanpotenzial auszuschöpfen, was letztendlich eine Sache der Bildungs- und Familienpolitik ist.
Ich möchte nur am Rande streifen, wie man durch Integrationspolitik tatsächlich auch das Erwerbspersonenpotenzial massiv nach oben heben kann. Ich möchte eigentlich überhaupt nicht darüber reden, was man alles im Bereich Erwerbsfähigkeit erhalten tun kann. Da geht es letztendlich um Weiterbildung, da geht es um Tätigkeitswechsel, damit Menschen bis ins hohe Alter erwerbsfähig bleiben. Da geht es darum, der Dachdeckerin tatsächlich zu sagen, sie kann ihre Tätigkeit wechseln, sie kann ein anderes Tätigkeitsfeld beginnen, um tatsächlich bis ins hohe Alter erwerbstätig zu sein. Und ich habe schon gesagt, ich werde auch nicht vertiefen das Thema Renteneintritt verschieben. Und ich werde auch nur indirektes Thema mit aktivieren, Ehrenamt und andere Aktivitäten im Ruhestand. Das kommt bei mir eher bei der Vereinbarkeit und beim Humanpotenzial mit rein. Aber ich will betonen, ich glaube, wir brauchen ganz viele Ansätze und wir sollten wirklich nicht nur an der einen Schraube drehen. Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit, was können wir hierbei tun? Welche Maßnahmen sollten wir hier ergreifen? Auch hier wieder der Lebenszyklusstrahl, wo tatsächlich können wir ansetzen und wo gibt es empirische Evidenz aus der Forschung, dass tatsächlich etwas getan werden kann. Bevor ich diese beiden noch etwas ausführe, nochmal ein Stichwort hier zur Väterbeteiligung in der Elternzeit, weil dann oft das richtige Argument kommt, warum soll das denn irgendwie helfen, das Erwerbsvolumen zu steigern? Das ist doch nur eine Verlagerung dessen, dass anstatt den Frauen nun die Männer in der Elternzeit sind. Warum führen Sie diese Maßnahme hier als Steigerung im Erwerbsvolumen auf? Ich führe sie deshalb aus, weil es inzwischen viele, viele Evidenz gibt, dass wenn die Elternzeit geteilt ist und Frauen damit kürzer in der Elternzeit sind, sie lang- und mittelfristig nicht so eine große Wahrscheinlichkeit haben, in Teilzeit zu verharren, sondern eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, tatsächlich dann in Vollzeit zu gehen, weil sie kürzere Erwerbsunterbrechungen letztendlich aufweisen. Und wenn wir dazu dann wiederum die Analyse nehmen, dass Väter in Elternzeit ohnehin nach der Rückkehr in den Arbeitsmarkt Vollzeit erwerbstätig sind, ist es eine Win-Win-Situation, wenn die Elternzeit von beiden Partnern stärker aufgeteilt wird, weil damit sichergestellt ist, dass Frauen in einem größeren Umfang tatsächlich in den Arbeitsmarkt zurückkehren. Deshalb mein Argument, gehört auch diese Maßnahme mit dazu. Und wenn wir letztendlich am Elterngeld, die Debatte kennen Sie, der Einkommensgrenze drehen, dann wird es dazu führen, dass weniger Väter in Elternzeit gehen. Auch das wissen wir, weil Väter insbesondere am Elterngeld sich orientieren. Und damit kann es letztendlich auch eine kleine Veränderung in diesem Bereich, was das Erwerbsvolumen angeht, zur Folge haben. Die Hauptstellschrauben in diesem Bereich sind aber sicher eine bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung und genauso die Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Auch dazu gibt es viele, viele Studien. Wir hatten vor einigen Jahren Simulationsrechnungen gemacht, wie das Erwerbsvolumen von Frauen steigen würde, wenn wir tatsächlich die Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter endlich hätten. Es sind tatsächlich massive Steigerungen in der Erwerbstätigkeit zu erwarten. Allerdings wissen einige von Ihnen, dass derzeitig der Ganztagsanspruch auf einen Platz für Kinder im Grundschulalter, der ab 2026 eingeführt werden soll, auch wieder zur Disposition steht. Und man sagt, auch hier soll gespart werden. Das tatsächlich wäre sicher, wenn Sie sich an die riesigen Teilzeitpotenziale von Frauen bzw. Vollzeitpotenziale sind es ja letztendlich erinnern, das falsche Signal, weil damit dieses Erwerbsvolumen, die Ausdehnung der Teilzeit, dann, wenn die Kinder in der Grundschule sind, nicht realisierbar ist. Genauso das bedarfsgerechte Kita-Angebot, auch eine alte Debatte, auch dazu werde ich gleich nochmal kommen, aus einer anderen Perspektive. Wir werden im November eine neue Hochrechnung vorstellen, die ich jetzt leider hier nicht im Einzelnen nennen darf,
wie viel Erwerbsvolumen tatsächlich brach liegt, weil wir keine bedarfsgerechten Kita-Plätze haben, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren und im Bereich der Ganztagsbetreuung für Kinder 3 und 6 Jahren. Auch da ist wieder das Argument, fast 90% der Kinder von 3 bis 6 sind zumindest in einer Halbtagskita, aber es gibt eben kein ganztägiges Betreuungsangebot und damit verharren auch hier wieder die Frauen in der Teilzeit und bauen ihr Erwerbsvolumen nicht auf. Was in der Debatte aber auch vielfach zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass es auch viel empirische Evidenz gibt, wie familienfreundliche Unternehmen, wie die wiederum dazu beitragen können, dass die Frauenerwerbstätigkeit zunehmen kann und das Erwerbsvolumen insgesamt steigt. Neben diesen unterschiedlichen Maßnahmen möchte ich 2 ganz konkrete Beispiele aus dem Bereich Bildung nehmen und hier Ihnen aber auch wiederum zunächst mal die ganze Kette, die man identifizieren kann, was es alles zu tun gibt, an die Wand werfen. Das gesamte Humankapital ausschöpfen heißt auch hier wiederum von der Wiege bis zur Bahre zu arbeiten. Zum einen im Bereich der frühen Hilfen anzufangen und hier geht es darum, den Ort Familie als Bildungsort zu stärken. Was heißt frühe Hilfen? Nicht jedem Wirtschaftswissenschaftler ist es, glaube ich, klar. Es geht darum, tatsächlich den Frauen oder Familien mit niedrigem sozioökonomischen Hintergrund Unterstützungsleistungen zu geben. Wir sind an einem großen Projekt beteiligt, wie wir in deprivierten Bremer Stadtteilen bereits sehr früh mit Schwangeren hilfesuchend ausgehen, um zu schauen, wie man durch eine frühe Prävention tatsächlich auch die Familie stärken kann. Und wir können dabei schon sehen, dass die Arbeitsmarktperformance auch durch solche frühe Hilfemaßnahmen zunimmt. Wir können hier bei der Kita eine ganze Menge machen. Ich möchte gleich hier noch bei den Nutzungsunterschieden tiefer reingehen. Wir können bei den Schulabschlüssen was tun. Das habe ich vorhin schon gesagt. Bei der Berufsausbildung absolut super zentral. Und wir können natürlich das lebenslange Lernen mit Fortbildung, Weiterbildung etc. unterstützen. Lassen Sie mich aber hier bei den Nutzungsunterschieden bzw. der Qualitätssteigerung mit reingehen. Was meine ich damit und was hat es da auf sich? Sie könnten sich jetzt vielleicht fragen, warum ich als Ökonomin Ihnen hier den Kita-Bereich so nahelege. Diese Frage wird mir oft gestellt. Und dann werfe ich normalerweise diese Grafik an die Wand, die eigentlich jedem Ökonom gleich sagt, wenn man sich als Ökonom mit Bildung beschäftigt, dann muss man eigentlich in der frühen Kindheit sich tummen, weil diese Grafik von James Heckmans, einst Nobelpreisträger für Ökonomie, skizzenhaft an die Wand geworfen, eine Grafik, die er aber letztendlich durch eine langjährige empirische Forschung hinterlegen kann, die zeigt, dass wie die Rendite von Investitionen über den Lebensverlauf verteilt, wie hoch die ist, wenn wir Bildungsinvestitionen betrachten. Und was Heckman sehr schön zeigt, ist, dass die Rendite im frühkindlichen Bereich eben mit am höchsten ist und dass, wenn wir in einer Welt beschränkter Ressourcen leben, es deshalb ganz klar ist, dass wir eigentlich in diesem Bereich viel mehr tun müssen, weil da jeder investierte Euro viel besser aufgehoben ist, als wenn wir hier hinten wieder versuchen zu reparieren, wenn das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen ist. Und es ist ein bisschen sozusagen dieses Motto, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das ist in der Wissenschaft nicht ganz eindeutig so, aber man kann sagen, es ist viel aufwendiger, mit Hans zu lernen als mit Hänschen. Wenn Sie also diese Grafik vor Augen haben, dann könnten Sie sagen, gut, okay, ist die eigentlich immer so oder welche Voraussetzungen hat es? Ich könnte sagen, ehrlicherweise muss man sagen, dieser Kurvenverlauf ist dann auch nur so steil hier in diesem Bereich, wenn es um eine gute Qualität sich handelt. Und der Kurvenverlauf ist insbesondere bei sozioökonomisch bildungsferneren Familien so steil. Er ist durchaus flacher, wenn Sie Familien betrachten mit akademischem Hintergrund. Also meine Message ist,
insbesondere Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien, insbesondere aus bildungsfernen Familien, insbesondere da lohnt sich die Investition in die frühe Kindheit. Wie sieht es in Deutschland aus, wenn wir dieses Bild im Hinterkopf haben? Und da habe ich Ihnen mitgebracht neue Analysen von uns für das Jahr 2000, aus dem Jahr 2023, wo wir uns diese sogenannten Kita-Nutzungsunterschiede, wie ich es nenne, mal angeschaut haben. Viele von Ihnen haben mitgekriegt, der Kita-Ausbau in den letzten Jahren war massiv. Wir haben im Jahre 2013 sogar einen Rechtsanspruch. Wir feiern jetzt 10 Jahre Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr. Jedes Kind hat ab dem ersten Lebensjahr den Anspruch auf einen Kita-Platz. Und wir wollten mal sehen, wie diese Maßnahme auch seit 2013, deshalb ist es hier der Beginn, wie diese Maßnahme dazu beigetragen hat, dass Potenziale, die wir haben, tatsächlich auch genutzt werden. Wir haben uns hier angeschaut, die Kita-Inanspruchnahme, und das ist die Kita-Nutzung, ist die durchgezogen, die nicht gepünktelte Fläche, so müsste ich sagen, das ist die Kita-Inanspruchnahme von Familien, die nicht armutsgefährdet sind. Das ist die gelbe Linie und Sie sehen, ja, da findet durchaus eine Steigerung statt. Wir haben uns aber auch angeschaut, wie ist eigentlich der Betreuungswunsch? Auch dazu gibt es inzwischen gute repräsentative Daten. Wie sind die Bedarfswünsche? Wir als Ökonomen würden diese gepunktete Fläche als Rationierung bezeichnen. Wie groß ist die Rationierung in den unterschiedlichen Gruppen? Und was wir hier sehen, ist, dass die gelbe Rationierung, Sie sehen, diese Fläche wird über die Zeit geringer. Also wir können feststellen, dass nicht armutsgefährdete Familien vom Kita-Ausbau in Hinblick auf ihre Rationierungswahrscheinlichkeit profitiert haben, weil sie sehr viel eher Zugang hatten. Wir haben uns dagegen angeschaut, wie sieht es für Familien, die unterhalb der Armutsschwelle liegen, aus, um da festzustellen, ob wir da ein ähnliches Bild sehen. Zunächst mal könnten Sie sagen, interessanterweise, armutsgefährdete Familien haben insgesamt einen geringeren Bedarf. Das ist sozialpolitisch eigentlich nur ein ganz interessantes Thema, was sicher damit zusammenhängt, dass einige von denen eben nicht im Arbeitsmarkt drin sind und damit auch diesen Bedarf nicht äußern. Aber was Sie sehen ist, dass der Unterschied zwischen der Nutzung, den blauen und den gelben Säulen immens groß ist und dass Sie auch sehen, dass die gepunkteten Flächen bei den armutsgefährdeten Familien über die gesamte Zeit hinweg sehr viel größer sind. Die Rationierung bei diesen Familien ist also sehr viel stärker als die bei den nicht armutsgefährdeten. Und mein Argument ist, dass dadurch tatsächlich massiv an Erwerbsvolumen, insbesondere bei diesen Frauen, verloren geht, weil nämlich genau diese Gruppe, die sowohl was die Kinder angeht, wie die Mütter angeht, massiv davon profitieren würde, sehr viel eher rationiert sind. Wie sieht es mit einer anderen Gruppe aus? Ich habe vorhin gesagt, Zuwanderung bzw. die Kinder im Sockel, die sollten uns doch eigentlich umtreiben. Die Kinder, die im Sockel unserer Pyramide stehen, ich erinnere nochmal, 40% der Kinder unter 5 Jahren haben einen Migrationshintergrund. Viele von ihnen sprechen nach wie vor zu Hause kein Deutsch. Und wir wissen aus vielen empirischen Studien, dass kausal bedingt durch den Kita-Besuch, Sie alle werden sagen, keine Überraschung, tatsächlich natürlich die deutsche Sprache sehr viel eher gelernt werden kann und sehr viel besser. Was sehen wir hier in diesem Bild? Sie sehen wieder das gleiche Muster, hier in gelb dargestellt. Das sind Familien, in denen zu Hause Deutsch gesprochen wird. Und in blau dargestellt, das sind Kinder in Familien, in denen zu Hause kein Deutsch gesprochen wird. Zunächst mal die interessante Nachricht, und Sie erinnern sich vielleicht bei der Armutsgefährdung, dass wir hier in den Bedarfen, die letztendlich Nutzung und Bedarfswunsch sind, überhaupt keinen Unterschied mehr sehen. Die Säulen hier oben sind fast nahezu identisch. Also Familien, die auch zu Hause kein Deutsch sprechen, haben einen genauso großen Bedarf wie Familien, die zu Hause Deutsch sprechen, an einer Kindertageseinrichtung. Was wir aber auch sehen, ist wiederum, dass die gelbe Fläche immer quer über alle Jahre hinweg
sehr viel größer ist als die hellblaue Fläche. Gleichwohl beide den gleichen Bedarf haben und ergo die Rationierung bei den Familien, die zu Hause kein Deutsch sprechen, deutlich größer ist als bei den Familien, die zu Hause Deutsch sprechen. Also, wir haben keine Unterschiede im Bedarf, kann ich festhalten. Wir haben aber riesige Unterschiede in der Kita-Nutzung und wir haben die stärkste Lücke zwischen Bedarf und Nutzung unter allen Gruppen, die wir als sozioökonomisch schwächere Gruppen bezeichnen. Ich könnte jetzt dieses Spielchen Ihnen noch zeigen, aber das ist dann irgendwann auch ermüdend, wie es ist, wenn wir bildungsferne Familien betrachten, wie es ist, wenn wir Familien im unteren Einkommensquintil betrachten, wie es ist, wenn wir Familien betrachten, bei denen die Mütter nicht erwerbstätig sind und sie sehen immer ein sehr, sehr ähnliches Muster, dass es bei den Gruppen, und so ist mein Argument, die von dieser Intervention Kita am meisten profitieren würden, eigentlich die höchste Rationierung im deutschen Kita-System gibt. Bemerkenswert wirklich, gerade bei den Familien, die zu Hause kein Deutsch sprechen, da finden Sie die größten Unterschiede und die höchste Rationierungswahrscheinlichkeit. Sie könnten jetzt sagen, gut, woran liegt es? Auch dazu haben wir viele, viele Studien gemacht und wir werden auch eine große Studie bald noch lancieren. Ich möchte Ihnen aber hier, um meine Reminiszenz an das IFO auch hier weiterzugeben, die Ergebnisse einer Studie vorstellen, an der zwei ehemalige IFO-Mitarbeitende mitgearbeitet haben, vorstellen, was kann man tun? Was kann man tun? Woran liegt es tatsächlich, dass diese Kinder oder diese Familien, die einen Bedarf haben, nicht in den Kindertageseinrichtungen sind? Eine ältere Studie von einem Vierer-Autorenteam hat ein sehr nettes Experiment gemacht. Die hat nämlich Familien in unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Wir in der Ökonomie sprechen von sogenannten Treatment Groups und Control Groups, Behandlungsgruppen und Gruppen, die keine Behandlung gekriegt haben. Und sie haben untersucht, was passiert, wenn ich Eltern sehr früh Informationen über Kita-Zugänge zukommen lasse. Indem ich Eltern also darüber informiere, ihr habt einen Anspruch auf einen Kita-Platz, ihr könnt tatsächlich die Kosten im unteren Einkommensbereich euch erstatten lassen. Ihr könnt euch bei mehreren Kindertageseinrichtungen anmelden, schlichtweg eine Informationsbroschüre, um Familien aus sozioökonomisch geschwächten Familien über Kita-Zugänge tatsächlich zu informieren. Und was dann rausgekommen ist, ist genau jenes, dass nämlich insbesondere in den Haushalten, die sozioökonomisch depriviert waren, die sozioökonomisch schlechter gestellt waren, wir einen, wie wir Ökonomen sagen würden, extrem hohen Treatment-Effekt hatten. Diese haben diese Informationen tatsächlich dazu genutzt, um sich vermehrt in Kindertageseinrichtungen anzumelden, während der Treatment-Effekt bei der Gruppe derjenigen, die einen höheren sozioökonomischen Status hatte, quasi, Sie sehen es vielleicht hinten gar nicht mehr, überhaupt nicht existiert hat, weil diese Informationen ja bereits vorhanden waren. Sie sehen es, dass das einmal zutrifft für die Tatsache, sich in einer Kita überhaupt zu bewerben und in einem zweiten Schritt tatsächlich auch eine Kita zu besuchen. Das ist der Unterschied zwischen Applied and Enrollment. Hier sehen Sie also tatsächlich, es kann etwas getan werden. Dieses Autorenteam hat eine noch andere, sehr schöne Studie gemacht, eine sogenannte Korrespondenzanalyse. Viele von Ihnen mögen diese kennen, dass man zum Beispiel am Wohnungsmarkt zwei Bewerbungen schreibt. Eine Bewerbung hat einen türkischen Namen, eine andere Bewerbung hat es nicht. Es ist genau die gleiche Bewerbung und man untersucht, ob statistische Diskriminierung am Wohnungsmarkt vorliegt. Dieses Autorenteam hat das Ganze auch mal mit einer Kita-Bewerbung gemacht. Genau die gleiche identische E-Mail, einmal türkischer, türkischstämmiger Hintergrund und einmal einen deutschen Namen. Und auch in dieser Studie können Sie zeigen, wie immens groß die statistische Diskriminierung gegenüber Familien mit türkischem Hintergrund ist, wenn es allein auf die Beantwortung einer E-Mail angeht und zum Zweiten tatsächlich einen Kita-Platz zu kriegen.
meine Argumentation volkswirtschaftlich ineffizient, wenn wir uns an den Sockel der Pyramide erinnern, weil wir diesen Sockel nämlich nicht richtig mitnehmen und ihn im Zweifel zum Wackeln bringen. Aber ich will Sie nicht nur mit der Kita hier unterhalten, sondern auch noch mit dem Hochschulbereich. Und das ist mein letzter Ansatzpunkt. Man kann auch viel dabei tun, nicht nur diese Early Education Gaps zu schließen, sondern auch die Later Education Gaps. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir auch hier nach wie vor im Hochschulzugang immense Unterschiede danach haben, ob die Kinder aus einem akademischen oder nicht akademischen Haushalt kommen. Hier abgetragen sehen Sie lediglich Personen, die ohnehin schon Abitur haben. Also, wir wissen zum einen, es gibt eine Selektion, einmal, ob man ein Abitur hat. Diese Selektion ist herausgenommen, sondern wir schauen uns jetzt an, wie viele der Abiturienten, deren Eltern ohne beruflichen Abschluss oder Lehre sind, mit Meisterprüfung, mit Fachhochschulabschluss, mit Universitätsabschluss, wie deren Universitätszugang sich über die Zeit verteilt hat. Und auch hier sehen wir in den fast 30 Jahren, nein, das sind jetzt nur 20 Jahre bis 2012, nach wie vor riesige Unterschiede im Hochschulzugang von hochschulzugangsberechtigten Personen, schlichtweg abhängig vom elterlichen Bildungshintergrund. Ein Phänomen, was man in Deutschland schon seit ewigen Zeiten diskutiert. Und wir haben uns aber auch in einer großen Studie, dem sogenannten Berliner Studienberechtigten-Panel, Gedanken gemacht, was kann man tun, um diesen Education Gap zu schließen. Ich sage auch gleich noch etwas zu dem Argument, dann machen ja alle ein Hochschulstudium und keiner mehr eine Lehre. Dieses Argument werde ich hoffentlich auch gleich noch entkräften. Zunächst mal aber zu diesem zweiten Experiment. Hier ein Experiment, was ganz ähnlich aufgesetzt ist. Wir haben uns Studienberechtigte angeschaut und haben untersucht, ob die Bereitstellung von Informationen, und Sie sehen schon, worauf ich hinaus will, es sind alles relativ preiswerte Interventionen. Es geht nämlich schlichtweg darum, Informationen bereitzustellen. Informationen in den Schulen, was kann da passieren? Was haben wir in den Schulen gemacht? Wir sind also in die Schulen gegangen und haben in Berliner Stadtteilen, die ohnehin deprivierte Jugendliche hatten, uns einen Slot bei den Lehrern gesichert und haben in den sogenannten Behandlungsgruppen, in den sogenannten Treatment Groups, Informationen gegeben darüber, wie sich die über den Lebensverlauf zum Beispiel Einkommensströme verteilen. Wir haben denen gesagt, wenn ihr am Anfang investiert, dann habt ihr langfristig aber eigentlich gewonnen. Das ist dieser untere Teil. Das sind die Kosten eines Studiums, wo ich tatsächlich ja Opportunitätskosten habe, weil ich nicht im Arbeitsmarkt drin bin. Aber wir haben diese Kurve empirisch nochmal neu berechnet. Wenn du Abitur hast, dann tatsächlich lohnt es sich und deshalb denke lieber langfristig. Wir haben Informationen darüber gemacht, wie hoch das Arbeitslosigkeitsrisiko ist, wie der Zugang zum BAföG sein kann. Und wir haben am Ende noch einen kleinen Film gezeigt und das Ganze in 25 Minuten. Ich könnte Sie jetzt alle fragen, was rauskam. Tatsächlich, es hat sich was getan. Sie müssten jetzt hier unten gleich schauen. Es hat sich nämlich derart was getan, dass tatsächlich fast 10 Prozentpunkte mehr Personen sich für ein Studium entschieden haben. Interessanterweise aber nur jene Personen, die vor unserer Intervention ohnehin eine Studienabsicht hatte. Was unsere Quintessenz dieses Experiment ist, dass wir insbesondere Bildungsbenachteiligte, die vielfach durchaus Studienabsichten haben, diese aber im Laufe des Übergangs wieder aufgeben, durch bessere Informationen dazu kriegen können, tatsächlich ihren Erwerbs- oder ihren Ausbildungswunsch wirklich umzusetzen. Jetzt könnten Sie sagen, wie blöd, das führt ja dazu, dass im Handwerk dann wiederum weniger Menschen sind, beziehungsweise weniger Personen. Was wir auch in diesem Experiment gesehen haben, ist, dass die Schülerinnen und Schüler, die einen akademischen Bildungshintergrund hatten, sich sehr viel eher für eine Lehre entschieden haben, mit dem Argument, dass sie wahrscheinlich gesehen haben, so schlecht verdient man ja im Handwerk gar nicht oder in einem Lehrberuf.
Informationen können also dazu beitragen, dass tatsächlich der Match der Personen verbessert wird und die einen, die dann vermutlich auch länger im Handwerk bleiben und die anderen, die Bildungsfernen, die oft über Umwege erst ins Handwerk gehen und dann doch wieder aus dem Handwerk rausgehen, weil sie eigentlich eine Studienabsicht haben, sehr viel eher tatsächlich gleich ins Hochschulstudium reingehen, was volkswirtschaftlich gesehen effizient ist, weil wir nicht mehr diese Umwege über andere Bildungswege haben. Kurzum, auch hier mein Argument, es lohnt sich, wenn wir am Fachkräftemangel arbeiten wollen, junge Menschen mit Informationen darüber zu versorgen, was tatsächlich der richtige Bildungsweg für sie ist und wie es sich tatsächlich lohnen kann. Ich bin am Ende. Was ist mein Fazit? Mein Fazit ist ganz schlicht. Ich würde behaupten, man kann dem abnehmenden Erwerbspersonenpotenzial tatsächlich begegnen. Man kann sehr viel tun, indem man die Familien- und Erwerbsarbeit tatsächlich besser vereinbar macht. Man kann sehr viel tun, indem man in die Bildung investiert und nicht nur in die Köpfe per se, sondern um das Bild wieder herauszuholen über das, was in den Köpfen drin ist. Mein Argument ist, dass man mit dem Ausbau der frühen Bildungs- und Betreuungsangebote außerhalb der Familie tatsächlich sehr viel an nachhaltiger Fachkräftesicherung tun kann. Und dann habe ich Ihnen noch versprochen, dass ich auch noch was zum Ehrenamt sage, weil nach diesem Motto viele dann sagen würden, ja, ist ja alles schön und gut, aber da beißt sich die Katze ja auch wieder in den Schwanz, wie man so schön sagt, weil sie sehen in den Zeitungen keine Fachkräfte in den Kitas. Also bringt es ja eigentlich gar nichts. Und das ist für mich genau die Kombination der Schräubchen. Ich erwähne da immer sehr gerne Norwegen. Norwegen hat sogenannte extra Oma- und Opa-Hilfskräfte in diesem Bereich der Kindertageseinrichtungen. Sie können den hohen Sockel, den Anteil der zunehmend Älteren, auch darüber gewinnen, indem bestimmte andere Aufgaben in anderen Bereichen getan werden können. Und damit würden tatsächlich alle gewinnen. Ganz herzlichen Dank. Liebe Katharina, vielen Dank für die sehr spannende Analyse. Ich glaube, es ist sehr schön zu sehen, wie viele Stellschrauben es gibt und dass es eben nicht nur um eine Kopfzahl geht. Ich hoffe, wir haben jetzt noch ein bisschen Gelegenheit, in der Pause weiter zu diskutieren über das Thema Demografie, aber natürlich auch über das Thema der wirtschaftlichen Transformation in Deutschland. Wir machen jetzt eine Pause bis 16.30 Uhr und dann geht es weiter mit dem Vortrag von Oliver Holtemüller.